Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei den Chilling Gamern und in Niewinter im oder beziehungsweise schon unter dem Friedhof. Also hier ist anscheinend eine Yuan-Ti am Werk und nachdem wir dem Kult der schwarzen Sonne, dem Oberkultisten im letzten Part einfach schon mal das Handwerk gelegt haben, gehen wir jetzt weiter und legen auch der Kultistin, die ihn ausgetauscht hat, hoffentlich das Handwerk. Und vielleicht wird Bib auch noch ein paar Bolzen finden. Schwacher Zombie. Und das wäre wirklich zu schön. Man wird ja noch träumen dürfen. So, also Zombies. Da komme ich doch mal hier mit meinem Basie vorbei. Oh, er ist schon tot. Also ich sag mal so. Bestimmt kommen wir oben in der Mitte zum G. Also dass man zumindest wieder halb rumlaufen kann. Das riecht hier alles nach Falle. Jo, geht schon los. Gucken wir mal, was hier denn so gelagert liegt. Erfolg unmöglich. SG32. Ist okay. Wir rasten ja bald wieder, ne? Ja, können wir. Na, das wird bestimmt nichts zerstört haben, was in der Truhe liegt. Und in der Tat, ein Stab der negativen Energie. Und adlerhafte Pracht. Wunderbar, adlerhafte Pracht. Lernen wir doch gleich mal. Sehr gut, weiter geht's. Und dann haben wir Gulnans Tagebuch. Das ist bestimmt auch wichtig. Also, Auszug. Natürlich. Sayuk Schafe fielen rasch Narren. Wenn ich denke, dass ihr jämmerlicher Führer Jared den Altar zerstören wollte, um seine Macht von mir fernzuhalten, vielleicht sollte ich ihn einfach töten, dann wäre mir der Rest seiner Anhänger endgültig ergeben, obwohl sie schon jetzt alles suchen, um mich bei Laune zu halten. Mein eigener Kult von Schlangenanbetern, wirklich amüsant. Bald muss ich nicht mehr mit ihrem geliebten nekromantischen Fokus hier in den Höhlen hocken. Aber es ist ein interessanter Gegenstand, das muss ich diesem Jared lassen. Jedes Mal, wenn ich ihn benutze, wird das Böse um einiges stärker. Nee, lerne ich etwas Neues dazu. Seine säulenähnliche Form täuscht darüber hinweg, wie zerbrechlich er in Wahrheit ist. Trotz seiner Macht muss ich ständig darauf achten, dass meine untoten Diener ihn nicht mit ihren ungelenkten Bewegungen aus Versehen beschädigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn wir vor ihr stehen, werde ich bestimmt keine Ahnung haben, was wir als erstes machen sollten, Giroldelo. Ja. Hier ist noch eine zerknitterte Aufzeichnung. Diese Notiz wirkt unzusammenhängend und etwas schludrig, als ob der Verfasser sie unmittelbar nach dem Erwachen aus einem tiefen Schlaf verfasst hat. Ich habe viel erreicht, seit die Akademie angegriffen wurde. Ich konnte nicht erkennen, wer mich befreite. Es war mir auch gleichgültig. Die Kraft kam überraschend und auf merkwürdige Weise schnell. Niewinter ist mit Sicherheit eine größere Macht am Werk und sie begünstigt mich in diesen Tagen. Ich konnte es schon in meinen Träumen sehen. Ich sah das Auge. Schon wieder das Auge. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich weiß nur eins. Wenn die Bewohner von Niewinter mich für ihr Medikament brauchen, dann müssen sie meinen Anteil daraus aus meiner Leiche schnitzen. Also sprach Gulnan. Ja, aber warum denn? Hier ist noch ein uralter Schlüssel. Der wird wohl irgendwas öffnen. Dieser Schlüssel wurde bei den Dienern von Gulnan gefunden. Einem Wesen, das anscheinend hinter der Überschwemmung des Bettlerviertels mit Untoten steckt. Er passt offenbar in ein großes Schloss, möglicherweise auf eines der alten Türen in den Höhlen der Verdammten unterhalb des großen Friedhofs. Werden wir bestimmt finden. Und einen großen Behälter, nicht identifiziert. Also auch ein... kein nimmervoller Beutel, aber das, was dort am ehesten dran kommt. Also alles gar nicht so bad. Genau, so. Gut. Dann haben wir hier noch einen Tisch. Die Truhe hat eine Falle. Bitte? Die Truhe hat eine Falle. Okay, das Bier lasse ich mal hier. Kann ich kaum sagen, kaum glauben, dass ich das hier sage. Aber ist nichts wert und beschwipst zu sein, ist jetzt hier auch gerade nicht dran. Aha, hier ist Personen- oder Tierbezaubern. Das, glaube ich, kann ich nicht lernen. Habe ich schon viermal. Nee, ist ein Arcana-Zauber. Das ist so sicher wie der Tod. Ah, die sind anscheinend alle. Ja, stoppen, aufhören bitte. Danke. Das, der stille Fürst soll ich holen. Oh nein. Hör auf, Mann. Diese beiden das Idioten ist immer. So sicher wie der Tod. Okay. Ich kann die doch bestimmt so öffnen, die Truhen. So. Kann ich das eigentlich. Muss man bewaffnet sein, um
Also, oder gelten auch die Fäuste von Grimmigbeißer als valides Ziel für meine Flammenwaffe, weißt du das? Will ich sagen. Aber warte mal, ich kann das mal auf Lino casten. Oh, die ist schon wieder weg. Dann, gut, dann nicht. Hab's tot. Da kommt aber gleich sein Kumpel angeschlurft. Okay. Alles klar. Vielleicht ist das hier auch ein Gym. Die haben ja alle ihre Sporthalle vergessen. Gefährliche Falle Schall. Ja, ich lasse die jetzt schon liegen, ne? Also, ich habe kein Fallen-Dingsbums gesteigert, Fallen aufstellen. Und das war zwar auf dem Server der Hochwald-Allianz extrem lustig, mit solchen Fallen zu arbeiten, denn wenn du das gemaxt hast, konnte die auch keiner entschärfen. Und dann konntest du, solange bis der Server neu gestartet ist, konntest du dann gewisse Bereiche, also aus denen nur ein Weg rausführte, auch einfach sehr, sehr gut verminen. Okay, ich brauche gar keinen Feuerball zu casten, die sind schon alle tot. Wir gehen erstmal außen rum, oder? Hier ist gleich ein bisschen Vorstellung. Oh, da ist ein Zombie-Fürst. Das wusste ich nicht, das habe ich nicht gewusst. Steinhaut. Oh, was? Habe ich immer Giban vorbereitet? Los rein da, Geroldolo. Die Göttin soll euch holen. Aha. Oh, das ist, so, passt. Stiefelkreis. Bip hat ihn schnell mal gemacht. So. Ja, das war... Anscheinend hatte die auch noch irgendwas zu sagen, aber der Zombie, der hatte das nur so beobachtet. Ja, das ist zum Beispiel schade, dass der dann nichts hat. Also, dass der als Gegner, der ja dann doch irgendwie Besonderes ist, nichts dabei hat. Und da müssen wir dringend mal irgendwie demnächst mal wieder Sachen verkaufen. Ich komme nämlich gerade so langsam wieder an mein Tragelimit. Okay. Aha. Eiswurfpfeile und nicht identifizierte Schuriken. Ein Gold und 9 Gold. Macht zusammen 10 Gold. Jedes bisschen hilft. Und hier haben die auch einen Stiefelkreis gemacht, aber anders. So. Kann man denn jetzt hier so rüber gucken, was da zu sehen ist? Nee, es ist einfach nur der Abgrund. Es geht sehr, sehr tief herunter. Ein Sturz könnte ein bisschen wehtun. Oh, da sind auch schon wieder Gegner. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Ein paar Gegner weniger. Aua! Hallo! Was soll denn das? Finde ich aber gar nicht gut. Na, da sind nochmal 2, 4. War natürlich absoluter Overkill, aber wir können hier ja eh nochmal rasten. So, was hat die uns jetzt zu sagen? Hallo? Na? Gar nichts. Na gut. Okay. Schuppen werden herrschen. Gutes Gespräch. Die haben alle Wein dabei. Vielleicht hat sie die mit Wein, Weib und Gesang gefügig gemacht. Wer weiß das schon? Gibt Schlimmeres. Ja, und du hast danach auch sozusagen eine eiserne, untote Kondition auch, ne? Als Zombie. Ja. Ja, aber eigentlich nicht. Also ich glaube, du hast auch in dieser Auflage keinen Konstitutionswert mehr. Nee. Alter, Lino, die kann ja auch voll ausrasten hier. Wir sind auf jeden Fall intuitiv gleich wieder in die richtige Richtung gegangen. Ich glaube, da drin kann man jetzt ja schon durch die Tür fühlen, sind jede Menge Spinnen. Also mach dich bereit. Es ist nur ein Zombie da. Kommt, wenn ihr wollt.
Die Visionen können nicht lügen. Ich sehe die Ankunft des Auges. Ich entschärfe hier mal die Fälle. Auges. Okay. Das ist ja wirklich grimmig. So grimmig wie diese beiden Zombies da vorne. Für jeden von uns kommt die Zeit. Ja, das kann der schon. Das macht er da hinten schon. Hast du die beiden Leichen hier schon geplündert? Ja. Ah, okay. Ich werde da schnell mal reinturnen. Eine meiner Kernkompetenzen. Okay, aber das war schon wieder nicht... Oh, Turins Leiche! Turin war, glaube ich, wichtig. Ich weiß zwar noch nicht, wofür. Der verschwundene Bruder. Und nochmal der gleiche uralte Schlüssel. Den haben wir jetzt zweimal. Okay, hier. Turins Ring. Ein Metallstreifen, die den Besitzer als einen gewissen Turin ausweist. Im Inneren erkennt man zudem eine Nachricht, die in den Ring als ein Geschenk identifiziert. Dein Bruder Germani. Oh nein! Da müssen wir wahrscheinlich doch... Haben wir wahrscheinlich noch ein paar Quests draußen liegen lassen, oder nicht? Na, wir waren ja auch nicht ganz rum oben auf der Karte. Na gut. Oh nein, das ist natürlich... Das ist natürlich dumm gelaufen. Und dann müssen wir jetzt nur noch den guten Germani finden. Oder die gute Germani. Wir wissen das ja nicht. Ja, wir gehen vorne jetzt durch die Vordertür rein, ne? Ja. Hier ist schon wieder Crime City im Hintergrund. Ja, habt einen Schlüssel benutzt. Cool, das sieht nach einer Schatzkammer aus hier. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte noch einen Feuerball. Die sind alle abgesperrt. Scheiße. Ja. Aber gar kein Problem. Erstmal Fallen suchen. Eine haben wir schon mal gefunden. Drei haben wir schon mal gefunden. Aber ich denke mal gleich, wenn ich sie nicht öffnen kann, dann müssen wir sie ja sowieso sprengen. Dann hätten wir die Fallen. Gibt ja keine EP, die zu entschärfen. Oh, die zweite ist auch Erfolg unmöglich. Hier ist eine nicht identifizierte... Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Ja. Eine nicht identifizierte Rüstung ist da drin gewesen. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Haut die mich? Oder? Ja. Oh ja, die haut mich ja. Ich bin ja schon wieder krank. Was habe ich denn hier? Ich habe mein Inventar mein Inventar sortiert. Was habe ich? Ich bin echt krank. Egal. Ich habe hier bestimmt... Ist tot. Ich trinke gleich was. Beziehungsweise schlaf dann. Aber ich bin überladen. Das ist natürlich das viel Belastendere. Was wiegt denn hier wohl so einiges? Ich habe so viel Klimperkram. Das ist ja furchtbar. Naja, gut. Macht ja aber nichts. Geht eigentlich alles nicht. Doch, da können wir noch ein bisschen was reinpacken. Gulnans Tagebuch, aber das wiegt alles nichts. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Okay, da tut sich zumindest ein bisschen was. Was wiegt denn hier noch so viel? Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Bin immer noch, aber nur noch ein Pfund. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Tja, nächstes Mal spielen wir auf jeden Fall Leute mit mehr Stärke, Geroldolo. Ja, das nervt. Das nervt. So, ich mach die Fallen auf. Die Schlösser auf. Und ich fürchte, bei der mittleren Truhe müssen wir Brute Forcen. Und dann rasten. Otano, von Digama. So, ich tue hier natürlich schon wieder alles. Diese viereckigen Holzkisten sind aber auch immer der Tod. Okay, Krankheit, Attributschaden erlitten. Ich bleib aber krank. Was habe ich? Konstitution verringert. Das ist natürlich... Aber da gab es bei Krankheit doch auch noch immer den sekundären Attributschaden, oder nicht?
Ich hab Angst, wenn ich da jetzt. Wenn ich jetzt die Kiste haue, löse ich dann die Falle aus? Nö, ne? Jetzt bleibt ihr stillstehen, damit ich euch hauen kann. Ich bin gelähmt und habe ein bisschen was verloren. Es hat mal wieder nicht so, geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hat sich gelohnt. Tödliches Phantom, der Zauber und ein Amethyst. Den Zauber kann ich immer liegen. Ja, ist okay. Aber es ist vierter Grad, kann ich zwar noch nicht wirken, kann ich dann aber wirken. Das ist so sicher wie der Tod. Ach Gott, okay. So, dann müssen wir hier mal ein bisschen Clubbering Time machen. So. Die machen auch. Also er macht ja irgendwie noch Eisschaden dazu. Die Sache ist erledigt. Okay. Habe ich da hinten das schon probiert? So, Objekt wird geöffnet. Du kannst schon mal gucken, was dahinter ist. Hallo. Hier ist auch, es lohnt sich eigentlich nicht so richtig. Ich finde es schade, dass es für Fallen entschärfen keine Erfahrung mehr gibt. Ja, das fand ich eigentlich auch gut. Ich kann noch mal gucken, ob ich das aufsperren kann da. Dann haben wir hier die Schatzkammer. Wir sind dann intuitiv richtig gegangen und dann gehen wir noch nach da oben, machen die vier Kammern links und rechts. Und dann sind wir wahrscheinlich bald da, wo wir sein müssen. Nämlich gar nicht so weit weg vom Eingang, aber natürlich wieder so, dass man maximal weit gehen muss. Ja. Ja. Vor allen Dingen, weißt du, wie konnte das hier auch schon wieder gebaut werden, ohne dass es jemand mitgekriegt hat? Oder ohne dass... Oh, hier ist noch eine schwere Rüstung und eine funkelnde Halskette. Die macht einfach nur Licht. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Und eine nicht identifizierte Rüstung. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Hast du noch Platz in deinem... Hast du noch Stärke? Ja, ne? Ich habe 5 Pfund, kann ich noch tragen, dann bin ich auch überlastet. Das ist wohl ein Nein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch hier einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder Platz haben im Inventar. Bis gleich. So, ich war verkaufen und jetzt haben wir noch ein bisschen... paar Zeit über und da können wir hier offensichtlich einen Schlüssel benutzen, den wir gefunden haben, um eine belebte Rüstung zu finden. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Okay, das klang in meinem Kopf dramatischer, als das tatsächlich war. Lass mal erstmal gucken, was hier so abgeht. Oh, warte, die belebte Rüstung hat sich schon selber rausge... Weißt du, eigentlich brauchst du dafür einen, anscheinend brauchst du dafür eigentlich einen Schlüssel. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Aber offensichtlich waren die nicht so... Guck mal, der Sarkophag ist abgeschlossen. Ja, solange da Kampfmucke ist, kann ich nicht so gut entschärfen. Ich habe mir bei Aribeth ein Amulett gekauft, mit dem ich besser Sachen entschärfen kann. Der wird jetzt... belebte Rüstung, noch eine... Nicht zu fassen, was hier... da kommt gleich die andere auch noch an. Ja, beeindruckend. 28 EP. Okay. Verbesserte defensive Kampfweise activaten. Damit treffe ich zwar nichts mehr. Okay. So, eigentlich müsste diese belebte Rüstung doch immer eine Rüstung haben. Oh ja, hier gibt es sogar Überreste. Ich will nichts gesagt haben. Ein Gold, natürlich. So, dann probieren wir mal noch hier die Sachen zu öffnen. Und dann gucken wir wieder, was Gulnan, die natürlich keine Gräber plündert, hier alles hat liegen lassen. Genau. Jetzt schaffe ich immerhin schon SG29 bei Truhen. Gift neutralisieren habe ich auch als... Das müsstest du ja eigentlich wirken können, ne? Die klerikalen Zauber müsstest du ja wirken können, ne? Ja. Wenn du sie auch nicht lernen kannst, von der Schriftrolle ablesen. Okay, ja, das ist hier nochmal ein Kukri plus 1. Nehmen wir doch mit. Die plus 1 Waffen, wenn man sie selber nicht trägt, sind auch einfach nur dazu da, dass man sie verkaufen kann. Guck mal, hier findet man noch Krankheiten kurieren. Ich habe mich von Aribeth heilen lassen, es kostet gar nichts. Die zaubert ja jedes Mal irgendwie Heilung auf einen. Also ja, den Rückrufstein zu benutzen ist ja sinnvoll. Das ist echt...
Es fühlt sich schon wieder an wie Cheaten, denn du musst gar keine Auswahl treffen, von wegen, wie komme ich jetzt raus aus dem Dungeon, was nehme ich mit und so weiter und so fort, sondern die geben dir einfach, ja, wir haben hier für jeden unserer Stufe 3 Helden übrigens einen mächtigen Teleportationsstein, der so mächtig ist, dass der dich automatisch hier in die Halle der Gerechtigkeit bringt. Was soll schief gehen? Ich meine, du kannst ja auf Stufe 3 auch einfach scheitern. Dann haben das die Bösen. Wie sind die hier nur reingekommen? Ich weiß es nicht. Wie konnten sie unsere Abwehrmaßnahmen über... Oh, 57 Gold. Überwinden. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich wissen wir es. Die hatten wahrscheinlich ein paar andere Agenten mit solchen Steinen einfach. Schattenbeschwörung. Das war auch ein cooler Zauber. Aber ich habe natürlich noch nicht die nötige Stufe. Damit konnte man ganz viele andere Zauber emulieren, meine ich. Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Der Part ist schon wieder zu Ende. Und jetzt ist natürlich die Frage... Oh, die Tür ist offen. Ihr habt einen Schlüssel benutzt. Was dahinter ist, werden wir beim nächsten Mal sehen. Werden wir Gul'dan aufhalten können, erfahrt es. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei und achtet auch auf das Textmakro. Ciao!